Und somit herzlich willkommen bei einer weiteren Metro-Stellung mit mir, dem Sachsen-Netz Player. Heute gucken wir uns den Kavernenland KSL 4.00 an. Jo, 30 Euro Unterhaltskosten am Tag, der lese ich jetzt nicht vor, Frontpacker ist ausgelegt für optimale Saat, Bodenbearbeitung. Ja, also es ist eigentlich ein Frontpacker, das heißt, wir müssen ihn vorne dran schrauben. Aber das werden wir einfach mal tun. 3950 Mark hat er gekostet. Und bevor jetzt die Frage kommt, warum das hier so komisch aussieht, da habe ich noch einen Mod drin, den stelle ich nachher vor. Das ist ein Dark Size, ein Dark Knight Mod. Ja, wie gesagt, das kommen wir aber zum anderen Video dazu, weil ich kann nicht zu dem Mod in ein Video packen. Das geht nicht. So, dann wollen wir den mal anhängen. Und dann wollen wir mal gucken, was das ist. Also im Endeffekt ist das ein Gruber für mich. Ja, es ist leider nichts in der Beschreibung drin. Also auf motorhose.de die Beschreibung wurde mal wieder nicht genutzt. Und da kann ich leider beim besten Willen auch nichts damit anfangen. Und gebe jetzt einfach mal Gas, aber es ist ein Gruber in dem Sinne. Und dann passt das auch. Funktioniert wunderbar. Nur lässt Staub, das wird aber auf den Trecker kommen. Steige aus und kaufe dir vorne eine neue Stütze. Ja. Neue Stütze kaufen, 6. Ja, und dann kann ich wieder einsteigen. Also das ist wirklich bloß was für kleinere bis mittlere Betriebe, weil es ist zwar im Endeffekt schön, mit Verschleiß diesmal da ist, aber was mir jetzt fehlt, ist die Arbeitsbreite. Die kann ich auch nicht hier raus ersehen. 3 Meter, 4 Meter, kein Plan. Und man muss alle paar Meter aussteigen und die Stütze vorne erneuern. Naja, im Endeffekt mag das ja gut sein, aber wie gesagt, dann ist es wirklich bloß was für sehr realistische Fans oder für die, die halt genug Zeit haben. Sagen wir es mal so, Stütze hochfahren. Leider, das ist gerade mein Fehler, wir testen es einfach mal. Gehen wir nicht mehr Gas. Jo, funktioniert ja eigentlich alles. Gehen wir nicht hier so richtig Gas hier. Ja, genau, auf Stufe 1. Ja gut, das war mein Fehler, da muss man die Stütze doch nicht permanent auswechseln. Also anhängen, F5 drücken und dann, Quatsch, anhängen, F5 drücken und dann losfahren. Und dann funktioniert das Ganze. Er wird aber nicht vorne am Träger angezeigt, das ist wohl fehlt. Und Arbeitsbreite ist mir jetzt bis jetzt unbekannt. Ansonsten wäre es noch schön, wenn man trotzdem nochmal die Beschreibung hinzufügen könnte an dem Motor. Und ja, wollt ihr euch runterladen, Link in der Download-Beschreibung. Ja, neue Motor bedanken und so weiter und so fort. Ihr kennt den ganzen Spaß. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Haut rein.